Sadio Manés Lifestyle 2020. Der senegalesische Stürmer Sadio Mané aus Liverpool ist faszinierend schnell und weht wie ein Sturm über die grünen Felder, besonders in jüngsten Fußballspielen. Wenn du glaubst, dass Mané, ein Fußballspieler von einem der besten Fußballvereine der Welt, der sehr gutes Geld verdient und weltweit bekannt ist, immer ein angenehmes Leben geführt hat, liegst du falsch. Denn Manés Kindheit war von Armut und Schwierigkeiten geprägt. In einem Interview, das der Fußballstar kürzlich gegeben hat, erzählt er von den schwierigen Tagen seines Lebens. Mané wurde am 10. April 1992 in Senegal, Sétio, geboren und wuchs in dem kleinen Ort Bambali im südlichen Senegal auf. Der Ort mit nur 24.213 Einwohnern ist etwa 5% von Liverpools Größe. Als er aufwuchs, musste Mané bei seinem Onkel leben, da seine Eltern viele Kinder hatten und ihre Grundbedürfnisse finanziell nicht befriedigen konnten. Mané wuchs in einem 10-Personen-Haus mit seinem Onkel und seinen Cousins auf. Der Star-Fußballspieler sagt, dass er schnell ist, seit er sich erinnern kann. Er glaubt, dass dies sein natürlicher Zustand ist. Der junge Fußballspieler, der nicht extra für seine Geschwindigkeit arbeitet, sagt, dass dies eine Eigenschaft ist, die Allah ihm gegeben hat. Mané, der wegen seiner Schnelligkeit in der Schule ständig rennen lief, war dort sehr gut. Er konnte ununterbrochen rennen, sogar lange Strecken laufen. Außerdem rannte Mané, der angab, dass er nie ein Fahrrad hatte, obwohl er gern eins gehabt hätte, überall. Mit 15 Jahren verließ er seinen Wohnort und ging nach Dakar, der Hauptstadt Senegals. Er holte seinen Koffer und bat jemanden um Hilfe, den er als seinen Vater ansah. Mit so wenig begann Mané dieses herausfordernde Abenteuer, das ihn zu einem der besten Fußballer der Welt machen würde, ohne es auch nur seinen Eltern zu sagen. Natürlich waren alle in Panik, als er ging. Sie schickten sogar jemanden, der ihn finden und zurückbringen sollte. In der Familie glaubte niemand, dass er Fußballer werden würde. Nach der Schule sagten sie: "Okay, wenn du so gerne Fußball spielen möchtest, versuch es." Mané hat es versucht und es war den Versuch wert. Mané sagte, dass der erste Spieler, den er gerne sah, El Hadji Diouf war und erinnerte sich noch an sein Tor gegen Frankreich bei der Weltmeisterschaft 2002. Er lief von der Schule weg und ging zum Haus seines Freundes, um dieses Match anzusehen. Für ihn ist Diouf ein wahrer Held. Mané, ein religiöser Gläubiger, ist ein muslimischer Fußballspieler. Mané sagte, dass er in jeder schwierigen Zeit Zuflucht bei Allah gesucht habe und las auch den Koran. Der junge Fußballer drückte aus, dass Religion für ihn sehr wichtig ist und erklärte, dass er die Regeln des Islam respektiere und 5-mal am Tag bete. Im selben Interview sprach Mané über sein Fußballleben und über alle seine Unbekannten. Der junge Fußballspieler gab an, dass er seinen Körper kenne und wisse, was gut sei. Mané erklärte auch, dass er ein privater Koch sei und für ihn geeignete Mahlzeiten zubereite und sagte, dass er gerne gesunde Sachen esse. Außerdem verzichtet der junge Liverpooler auf Alkohol und Zigaretten. Mané, der sich sehr schlecht fühlte, als er sich verletzt hatte und sagte, dass das Leben härter wurde, tat sein Bestes, um sich schnellstmöglich zu heilen. Er ging in den einwöchigen Ferien zu Beginn der Saison zum Arzt und wurde behandelt. Also sagte Mané: "Wenn du 25 bist, kannst du nicht sagen, dass du alles gewonnen hast. Ich lerne immer noch etwas. Ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ich bemühe mich sehr darum." Er zeigt allen, wie bescheiden er ist. Mané erklärte, er sei froh, mit seinem besten Freund Naby Keita im selben Team zu sein und äußerte sich auch über Trainer Klopp. Der Star-Fußballer sagte: "Klopp wollte mich sehr, als er in Dortmund Trainer war. Ich habe damals in Salzburg gespielt und meine Mannschaft hat mir nicht erlaubt zu wechseln. Als er nach Liverpool ging, fragte er mich noch einmal. Ich habe den richtigen Trainer in der richtigen Mannschaft." Er sagte, dass er glücklich sei, mit einem erfahrenen Trainer zusammenzuarbeiten. Der senegalesische Stürmer, der eine großartige Saison mit Liverpool hatte, ist bekannt für seine bescheidene Persönlichkeit und als ein Muslim, der seine Pflichten erfüllt. Mané hat in den letzten Jahren in seinem senegalesischen Dorf eine Schule gebaut, ohne dabei die Stadt zu vergessen, in der er aufgewachsen ist und geboren wurde. Mané, der den Prozess verfolgte, indem er die Baustelle der Schule aufsuchte, wann immer er sie fand, vergaß nie die Bewohner, mit denen er eine Zeit lang lebte. Sadio Mané machte sich in den sozialen Medien einen Namen mit einem Video, in dem er im vergangenen Jahr die Toiletten einer Moschee in Liverpool aufräumte. Im Gegensatz zu allen anderen Fußballern lebt Mané ein einfaches Leben und lehnt das Luxusleben ab. "Ich war sehr hungrig, ich konnte nicht zur Schule gehen, ich musste immer arbeiten. Warum sollte ich jetzt 10 Ferrari und 8 Diamantuhren wollen? Was werden sie mir und der Welt bringen? Ich habe keine Ausbildung, aber ich verdanke alles, was ich heute verdient habe, dem Fußball. Also helfe ich den Leuten bei allem." Der senegalesische Fußballer von Liverpool, der seine Vergangenheit nicht vergisst und bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck bringt, dass ihn das Luxusleben nicht glücklich macht, erlangt die Bewunderung der Menschen mit dieser Eigenschaft.
Sadio Mané, senegalesischer Stürmer von Liverpool. Wie hilft mir das oder der Welt? Fragt er und sagt, dass seine Lebensphilosophie darauf beruht, anderen Gutes zu tun. Mané sagte, er habe lieber geholfen, anstatt ein luxuriöses Leben zu führen. Ich baute Schulen und ein Stadion. Wir versorgten sehr arme Menschen mit Kleidung, Schuhen und Lebensmitteln. Ich zahle jeden Monat 70 Euro an Familien in einer sehr armen Gegend von Senegal. Ich brauche keine Luxusautos, Luxushäuser, Reisen oder Flugzeuge. Stattdessen würde ich lieber versuchen, den Menschen einige Dinge zu geben, die mir das Leben gab. Mit seiner schwierigen Kindheit, seinem schwierigen Lebensstil und seiner schwierigen Lebensphilosophie zeigt Sadio Mané der Welt, wie gutherzig, demütig, ergeben und hilfsbereit ein Spieler sein kann. Und gibt jedem ein Beispiel. Mané lebt ein wirklich einfaches Leben. Besonders in der heutigen Zeit, in der wir das Leben berühmter und erfolgreicher Fußballer wie ihm genau beobachten. Glaubst du nicht auch? Nachdem wir von Manés Leben erfahren haben, sind wir sicher, dass viele von euch erstaunt sind, dass es Menschen wie Mané gibt, nicht wahr? Werfen wir einen Blick auf die Profikarriere von Sadio Mané. Schließlich wissen wir dank dem Fußball, dass es einen Menschen wie ihn gibt, oder? Wie in seinem Privatleben beeindruckt Mané das Publikum mit seinen Auftritten auf den grünen Wiesen. Mané begann seine professionelle Fußballkarriere in Metz, einem der französischen Teams, und spielte hier in der Jugendauswahl. Aber Mané, dessen Talent in kurzer Zeit bemerkt wurde, wurde zuerst in die B-Mannschaft und dann in das A-Team berufen. Sadio Mané, der bei 22 Spielen 2 Tore für seine Mannschaft erzielte, spielte eine Saison und wechselte zwischen 2012 und 2014 zu Red Bull Salzburg. Die Überweisung wurde für 4 Millionen Euro abgeschlossen. In seiner ersten Saison mit der Salzburger Mannschaft bestritt er 29 Spiele, erzielte in diesen Spielen 19 Tore, zog die Aufmerksamkeit aller im Team auf sich und gehörte zu den auffälligen Spielern. Mané steigerte seine Leistung in der Saison 2013-2014 noch weiter und konnte am Ende der Saison sowohl den österreichischen Pokal als auch die österreichische Bundesligameisterschaft gewinnen. Sadio Mané, der mit Salzburg in die nächste Saison wechselte, spielte in 7 Spielen für die Mannschaft und wechselte im Zeitraum 2014-2015 nach Southampton, England. Dieser Transfer wurde für 15 Millionen Euro abgeschlossen. Nach Southampton unterschrieb er bei Liverpool, einem anderen etablierten Verein in England. In der Saison 2017-2018 bestritt er das Champions League-Finale mit dem Trikot von Liverpool. Er hat den Sieg seiner Mannschaft im Endspiel gegen Real Madrid errungen. Mané, dessen Karriere in Liverpool ein voller Erfolg ist, ist einer der unverzichtbaren Spieler der Mannschaft. Mané, der sich auch mit Trainer Jürgen Klopp und den Fans gut versteht, ist einer der Stars der Mannschaft und auch des Weltfußballs. Sadio Mané, dessen Länderspielkarriere ebenfalls voller Erfolge ist, absolvierte insgesamt 22 Spiele und versenkte den Ball 6-mal im Netz. Anfang dieses Jahres wurde Sadio Mané zum ersten Mal in seiner Karriere zum afrikanischen Fußballer des Jahres gekürt. Der ägyptische Teamkollege Mohamed Salah, der die Auszeichnung in den letzten 2 Jahren erhalten hatte, und der algerische Riyad Mahrez, der Sieger von 2016, wurde zum ersten Mal bei den Abstimmungen von Trainern und Verbandsvertretern aus den Mitgliedsländern ausgezeichnet. Sadio Mané, der in Afrika zum Fußballer des Jahres gewählt wurde, hat sich mit seinen Toren auch in der Geschichte Liverpools seinen Namen gemacht. Der senegalesische Liverpool-Star Sadio Mané erzielte mit seinem Liverpool-Trikot sein 50. Tor in der Premier League und erzielte in dem Spiel, in dem sein Team Leicester City mit 2:1 besiegte, ein Tor. Der 27-jährige Mané trug maßgeblich zum Gewinn der UEFA Champions League für Liverpool bei und erreichte mit dem Trikot der senegalesischen Nationalmannschaft den 2. Platz im afrikanischen Nationenpokal. Sadio Mané drückt aus, dass er seine Leistungen im Fußball seinen Teamkollegen und Trainer Klopp verdankt. Mané, der mit seinen Teamkollegen, insbesondere Mohamed Salah, gut zurechtkam, war zum ersten Mal nervös vor den Kameras. Mané reagierte sehr verärgert auf seinen Teamkollegen, als Salah nicht zu ihm abspielte. Klopp hatte Mané und Firmino aus dem Spiel genommen und Salah auf dem Spielfeld belassen. Diesmal zeigte Mané seine Reaktion auf die Verantwortlichen. Währenddessen beruhigte Firmino seinen Teamkollegen, während Klopp zu dieser Reaktion schwieg. Nach dem Spiel sagte Klopp, dass Mané eine emotionale Person ist und seine Reaktion nicht verbergen kann und fügte hinzu: Es ist kein großes Ereignis, wir kümmern uns darum in der Umkleidekabine und schauen uns um. Es gab keine Erklärung nach dem Match von Mané, der wütend auf Salah und Klopp war, der ihn aus dem Spiel nahm, weil er ihn nicht gewähren ließ und es nicht verbergen konnte. Wie würdest du reagieren, wenn du an Manés Stelle wärst?
Was denkst du über Manés Kindheit, seinen bescheidenen und einfachen Lebensstil und den Fußball, den er gespielt hat? Vergiss nicht, uns deine Kommentare im Kommentarbereich zu schreiben.